Ja, hier geht's direkt weiter. Ich bin Lowlife und dieses Ding ist ein Skelett und das andere auch. Okay. Nette Begrüßung. Ja, seid ihr auch noch einer von euch? Will sich noch outen als Lebewesen? Nein? Gott. Aber ich soll mir Herzen geben, keine Rubine, Mann. Ich bin. Okay, dann kommen schon so brutale Gegner. Die habe ich immer gehasst, ey. A Link to the Past kamen die schon. Und Mann, ich will den einfach nur stunnen. Geht das gar nicht? Oh, da haben wir schon den Master-Tür. Die Master-Tür. Komm. Oh, der macht Schaden. Aber gibt. Boah, gibt ja ordentlich. Gibt aber ordentlich Geld, der Typ, ne? Ich meine, vielleicht kann ich ihn ja einfach mal so ein bisschen snipern. Oh, oh, ouch. Ah, jetzt bin ich aus meiner Rage-Mode hier. Aber der steht natürlich vor so einem Teil hier. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ach komm. Alter, ich treffe ihn ja gar nicht. Boah. Nein. Hab noch ein halbes Herz. Das ist schlecht. Oh, das ist gut. Aber dass ich nur ein halbes Herz habe, ist schlecht. Okay, ich gehe jetzt vorsichtig in den nächsten Raum. Boah. Oh, das könnte meine Rettung sein. Moment, Moment. Scheiße. Ich will die Milch nicht verbrauchen. Aber das, ich sehe meine Rettung. So. So. Eine Fee. Yes. Das Viech geht nämlich mal zu einer Fee über. Kann ich mit denen? Nein. Kann ich wahrscheinlich nirgendwo hier rumschieben, ne? Moment, bitte. Es wäre geil, wenn er wieder spawnt. Boah, und das tut der. Das, boah, halbes Herz, aber jetzt hau ich mir erstmal volles Leben rein, Mann. Das könnt ihr mir aber glauben. So. Seht ihr, ich war schon echt mit dem Gedanken dran, komm, bricht die Milch an. Aber nee. Das wird sowas von jetzt nicht mehr geschehen. Zumindest nicht, solange ich mir das hier rumschieben kann. Perfekt. Ah, und hier muss ich dann. Okay, das ist einfach. Nimm einen weg. Schieb den da drauf. Und die anderen drei. Wup, einfach auf. So einen hier. So, und Tür offen. Ja. Oh, ich krieg ein Herz. Jetzt, na toll. Okay, ich verstehe. Ich muss darüber. Boah, fail. Na, nein, ganz knapp. Ja, geschafft. Fantastisch. Boah, das war jetzt gemein. Oh, Eismagier. Jetzt wollen die es ja aber wissen. Und ich habe diesen Wind hier im Weg. Und der, den Gegner beeinflusst sowas natürlich gar nicht. Der hat mich getroffen. Los, Ding. Also wenn ich die ganze Zeit hin und her drücke, befreie ich mich, meine ich, schneller. Und der trifft. Moment, ich drücke mir jetzt einfach mal just for fun nix. Wow, dann trifft er mich noch nicht mal. Aber ich glaube, dann freue ich mich sogar gar nicht, kann das sein? Was, wenn ich das jetzt so ein armer kleiner 5-Jähriger spielt, der es nicht weiß? Er ist ja für immer gefangen. Boah, und ich treffe genau um diesen Typen da rum. Jetzt machen wir meine Tür schon auf, man. So, und habe schon wieder ein paar Herzen verzockt. Ich brauche. Na, das da. Oh, das ist jetzt echt peinlich, oder? Ach, die schmeißen mit Knochen um sich. Ja, genau, springen rüber. Dann bist du mir eigentlich. Oh, Geld. Ist mir eigentlich auch egal. Hier mal das gleiche wie eben. Ich frage mich, ob dieser Dungeon überhaupt mal. Hier muss aber jetzt ein Schlüssel sein, oder? Jo, komme ich auch wenigstens hier wieder raus? Nein, das hat mir nicht, ich muss den ganzen Weg. Nee, also hier kann ich. Hier kann ich aber lang. Perfektione. Oh, warte, da cheate ich mir jetzt gleich noch einmal. Ich meine, das ist so meine Station, wo ich meine Full Life immer hole. Na, bleibst du wohl bei mir, du Drecksfee. Und krieg einen Schatz. Und da drin ist der Master Key. Ah, der Master Key. Moment, der ging. Wo war nochmal diese Master Tür? Die wurde mir gar nicht angezeigt, ne? Ich glaube, die war auch zurück, meine ich. Achso, die ist hier direkt hier. Ja, dann mal ab dahin. Aber ich glaube, hier wartet noch nicht der Boss, oder? Ich meine, da muss ich jetzt runter. Hey, ich wiederhole mich möglicherweise. Ich leide ein klein bisschen mehr Höhenangst. Andererseits unten genau von deiner Nase. Wagen wir es denn noch? Okay. Wow. Ich dachte jetzt erstmal, es wäre. Man kann ihn nicht stunnen. Okay, komm. Schwertkampf. Jeder hat nur Schwert und Schild. Das klingt doch fair. Weiß noch mal, wer der bessere ist. Wow, ich treffe ihn trotzdem. Ich
mache ihn trotzdem auch so fertig. So, und hier und seitlich und Treffer und... Oh, er greift auch an, trifft auch, aber... Wow, aufgeladen, ne? Ich glaube, gegen so einen habe ich noch gar nicht gekämpft, oder? Ich meine, schon, aber nicht gegen so einen roten. Ich glaube, die sind noch mal ein bisschen besser. Kann ich ihn nicht irgendwie da runterstoßen? Jetzt, nein! Ich glaube, das hätte ich sogar hinbekommen. Ja, er ist runtergefallen. Ja, wer weiß, wie der Kampf ausgegangen wäre. Und wir haben das blaue Ding. Ach so. Das heißt, der Dungeon endet nicht, sondern wir haben den ersten Checkpoint überhaupt erreicht. Denk mal, das heißt ungefähr halber Dungeon ist vorbei. Und jetzt fängt es ja erst richtig an, oder wie? Was ist das denn? Der Palast ist ja noch größer. Nein, jetzt nicht abschrecken lassen. Noch ein kleines Stück. Ja, okay. Mach die Lampe an. Mal sehen, was mich hier so erwartet. Hier kommen wir hoch. Da ist ein Viech. Okay, jetzt wird es erstmal richtig crazy. Uah. Fucking Mumie. So. Da oben ist ein Schatz. Okay. Wie geht's? Mehr Mumie. Das Viech hier hole ich mir auch noch. So. Und noch ein... Nee, das ist keine Tür, sondern einfach nur eine Schatztruhe. Und da ist der Kompass drin. Immerhin. Das sehen wir doch schon mal. Da ist ein Schatz. Ja, das wissen wir. Da ist ein Schatz. Da ist da. Und da oben ist der Boss. Ganz oben. Ja. So. Das ist geil. Aber es gibt ja anscheinend momentan nur eine Türe. Also. Wissen wir auch schon, wo wir lang müssen. Und das ist genau hier. Da kann man runterfallen. Moment, das sieht aus. Lande ich dann irgend so ein... Also wenn ich da oben landen würde, würde es mir sowieso gar nichts bringen. Alles klar, dann ist das nicht ganz so sinnvoll. Ah, hier gibt es zwei Wege, runter und hoch. Ich denke, ich nehme den unteren zuerst. Oh, hier brauche ich einen Schlüssel, kann ich hier einen... Ah, oh nein, das sieht übel aus, Mann. Ich muss ja hier durch, zu dritt. Aber, na, genau das sollte natürlich nicht passieren. Scheiße, Moment. Die Tür darf eigentlich nicht so kaputt gehen, denke ich mal. Moment, ich lock die einfach alle zu mir erstmal. Und dann töte ich sie hier. Moment, wo ist mein Pfeil? So, ein dritter war ja da noch. Nö, nein, da ist gar kein dritter mehr. Was? Sind die jetzt vielleicht alle tot? Ja, die sind alle tot. Ach, fuck. Boah, die reißen aber viel schneller ein als diese anderen Böden. Ah, dann habe ich schon mal, was ich wollte auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich nur noch vervielfachen. So, und einem Ruckzuck hier durch. Nein! Blöd. Moment, das schaffe ich aber, glaube ich, sogar nochmal. Hier und da und noch einen dritten. So, so und yes! Perfekt! Ging doch. Okay, dann hier mal ein bisschen rüberjumpen. Und Link kann übelst epische Saltos. Ja, wie Link's Awakening halt, ne? Nur diesmal detaillierter. Und damit hätten wir so einen kleinen Teil hier gelöst. Kommen im nächsten Raum hier. Nein! Blöd, Mann. So geht das, genau. Oh, und dann haben wir wieder so Bomben. Ah, okay. Ein fliegender Part. Und ich mag das nicht, weil der fliegt immer so langsam. Da muss ich jetzt anscheinend noch diesen Dingern da ausweichen. Das ist nicht so gut. Wäre natürlich ein bisschen geil, wenn es ein bisschen hinne machen würde hier. Hier kann ich erstmal landen, verschnaufen. Mumien. Boah, die wollen mich immer packen, ey. Aber zum Glück schafft er das nicht. So, hier gibt es auch wieder zwei Wege. Oder beziehungsweise drei, wenn ich da runterfalle. Oh, eigentlich wollte ich hier einen Wirbelschlag machen, aber so geht das dann anscheinend auch. Ich glaube, da kann ich runterfallen. Oh, Moment, ich gehe nochmal weiter. Weil es sieht nach irgendwas Gutem aus, wenn ich da runterfalle. Oh, hier kam ich doch her. Ah. Okay. Das ist gut. Dann muss ich einfach hier, glaube ich. Weil es sieht aus. Ja, genau danach sieht es aus. Und es gibt einen Schlüssel dafür. Gut. Das heißt jetzt nochmal zurück. Löst sich doch mal langsam alles hier. Hier mache ich einfach mal einen Faulenzer-Weg.
genau so. Hier, Wand muss natürlich ganz voll übersprungen werden. Die Ecke meine ich. Dann hier hoch. Ich schätze mal, hier bin ich. Hier war ich doch ziemlich am Anfang noch. Und hier lande ich auch anscheinend an einem etwas interessanteren Ort, denke ich. Oh, Gegner. Ja. Ah, fuck. Ich dachte, ich könnte ihn noch töten vorher. Das ist ja eigentlich gar nicht so panisch. Kann ich... Nö. Ich hätte eher damit gerechnet, dass... Ah, ein Schatz spawnt hier. Und es gibt einen Weg nach links und nach rechts. Aha, hier komme ich wieder hier hin. Und dort komme ich dann wohin, bitte? Wieder hier hin. Okay. Cool. Habe ich mir zumindest so eine kleine... Ja, kleinen Weg dazwischen gebaut. Dann kann ich jetzt nur noch hier hoch. Und das führt mich wohin? Das führt mich hier hin. Feuergegner. Vielleicht, okay. Ich denke mal, die Dinger sind da gebaut, damit ich da runterfahren kann. Na los. Ich zeig dich, mein Freund. Hier ist ein Schatz. Ich schätze mal, es wird die Karte sein. Boah, wurde auch langsam mal Zeit, ey. So, wo bin ich denn hier? Sieht aus wie ein, sieht aus wie eine Racing-Strecke. Da oben ist ein Schatz. Okay, alles klar. Ich denke, ich hab's. Oh, Master Hands. Moment, die kann ich, glaube ich, auch stunnen. And the Beast was stunned. Einfach beide. So, den... Oh, Mann. Die werden aber schnell wieder lebendig, die Viecher. Alles klar. Einer ist schon mal weg. Zieh ich mal einfach hier ran. Die Tür geht auf. Pfeile. Brauche ich Pfeile vielleicht in naher Zukunft? Oh, was ist... Ist das nochmal so ein Raum nur mal in beleuchtet hier? Okay, es sieht schon mal groß und anspruchsvoll aus. Da will ich... Ich gehe jetzt einfach mal spontan hier zuerst hin. Langer Weg. Herzteil, yeah, da ist das Herzteil. Und das Herzteil ist über dem Netz. Das ist geil. Und ich bin wieder full life. Das ist geil. Ich komme hier nur so runter. Oh nö, bitte nicht den ganzen Weg. Ah, hier lande ich, okay. Wäre ein bisschen kacke gewesen. Alles klar, ich das schon mal abgehakt. Dann gehe ich einfach mal auf die Seite hier. Ach, du beeindruckst mich doch gar nicht. Moment. Ah, cool. Okay, Rätsel gelöst. Aus Versehen. Hier ist dann die Tür, wo ich rein muss wahrscheinlich. Und da hinten muss ich irgendwas mit einer Bombe aufschlagen. Boah, das ist ja mal richtig chillig. So rum. Einfach ohne die Bombe mal zu berühren. Also in ihre Nähe zu kommen. Und jetzt hau ich hier die Wand auf. Oh, weg hier. Und da rein. Und da komme ich. Moment. Ich will erstmal gucken, was da hinten ist. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Ich müsste dann etwa... Gehen wir aus dem Weg. Etwa hier irgendwo eine Bombe legen. Hier, genau. Boah. Yes, der wurde von der Bombe erwischt. Was für ein Zufall. Dann hier hin. Und da könnte ich auch wieder raus. Aber das möchte ich eigentlich nicht so. Moment. Ah, die Tür schließt sich. Oh, das wird fies. Das wird fies. Moment. Einfach drumherum. Ohne einen zu berühren. Okay, das. Hier könnte es ein bisschen... tricky werden, aber ich glaube, das geht auch schon so, ne? Kriege ich schon hin, aber ich glaube, wenn ich hier den berühre, dann habe ich schwer versaut, aber... yes, ein Schatz. Yes, ein Schlüssel. Wofür auch immer. Was? Das Wars? Das ist noch eine Boss-Tür. Was geht? Zwei Boss-Türen in einem Dungeon. Na gut, dann mach ich mal diesmal ein bisschen einfach. Ah, die Tür geht nicht zu. Sie geht erst zu, wenn ich hier weg bin. Ich glaube, ich habe doch... Weil hier habe ich doch irgendwie was... Ich glaube, hier müsste ich in die Mitte. Kann das sein? Wieder runter? Vielleicht... Na gut, muss nicht, aber... Komme ich ja wieder raus? Ich will diesen Schatz eigentlich. Ich darf den aber nicht. Dann bin ich hier und... Oh, die Viecher leben. Au. Durch die Wand. Was für ein Arsch.
Ach komm, ich will ein anderes Item haben. Hier einfach zum Durchrennen. So. Boah, ein 20. Nehme ich doch gerne an. Was? Bin ich jetzt echt durch diese Stacheln einfach gerannt, als wären die mir scheißegal? Moment, das kann ich doch bestimmt. Nein, von der anderen Seite wahrscheinlich dann nur. Ach so, jetzt renne ich hier rum. Okay, damit kürze ich mir ein bisschen was ab, weil ich schneller bin. Aber dann so von hier. So, die beiden dann. Aber damit komme ich ja nicht wieder auf die Seite. Das heißt, ich muss immer den Weg zurückgehen. Mensch, ich will mich aber... Oh, nee, ey, jetzt versau ich mir vollkommen. Ich will mich eigentlich von dem Typen da treffen lassen. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Das wäre natürlich auch wieder mal der gute alte Faulenzer weg. Den ich immer ganz gerne... Was? Wo führt mich das denn hin? Ach so, da unten. Da mache ich so und schieb das weg und... Ganz genau. Dann kann ich da, falls ich dann wieder Bock habe, da hinzugehen. Erstmal hier hoch. Und hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch und... Na. Da haben wir dann die Boss-Tür. Aber ich habe keinen Boss-Schlüssel, aber... Ich will ja auf die andere Seite da. Deswegen muss ich dann hier hoch. Und so weiter und so fort. Yes. Boah, lande sogar hier noch voll weit oben. Das ist krass. Na, wo geht's hier hin? Sieht doch schon freundlicher aus, der Ort. Boah, okay. Ich habe meine Meinung geändert. Aber dafür gibt's schön eine kleine Belohnung dafür. Ja, noch ein Schatz. Was ist es? Ein Glücksfraggi. Menti, Maggi, Micki. Aber das war's dann auch schon. War nur so eine kleine Bonusaktion anscheinend. Das heißt, nochmal hier hoch. So. Und dann will ich, gucken, was... Ach so, da gibt's gar nichts mehr. Und fall weg. Moment, was mache ich denn dann hier? Dann bin ich überhaupt komplett falsch, kann das sein? Also, hier komme ich dann hin zum Boss, aber... Momentan habe ich ja eigentlich noch nichts verloren. Dann will ich hier auch wieder raus. Aber, Jens... Auf der schnellste Weg. Wie komme ich nach hinten ran, ey? Moment, nochmal raus hier. Oh, nee. Achso, oder? Eigentlich lande ich ja. Nee, schon ein bisschen Weg. Die meisten Hände sind auch wieder zurück. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Ach, geht weg. Wieso spawnt hier alles neu? Oh, komm, Link. Durch die Tür. Mit dir. Yes. Vielleicht schaue ich mich mal hier unten ein bisschen genauer um. Oh, hier gibt es nichts. Achso, Item habe ich schon ausgewählt. Da kann ich irgendwie nicht... Obwohl doch, hier könnte ich doch mit dem Bumerang. Öffne die Tür. Geh auf die Seite. So, ja. Und schnapp mir den Schatz. Oh, fetter Rubin. Das ist einfach nur geil. Aber auch nicht irgendwie wirklich vorantreiben für die Story. Für die Story. Nein, ey, der vergewaltigt mich hier. Boah. Unglaublich, dass er mich da echt noch geschafft hat zu packen. Gib mir das Herz. Und, zünden mal hier an. Und das gibt mir den roten Warp. Ich denke mal, es ist eigentlich ganz geil, um zu beenden. Weil, zum Beenden. Tschüss. Ja, das kommt so hart, ne? Aber... Wird auch mal Zeit. Ich denke mal, so ein recht kurzes Ding ist echt ein bisschen geil. Ja, ich wollte aber nicht reinrennen. Na, egal, bis dann.